gut. Prima. Ja, wir können auch mal gucken. Vielleicht kriegen wir den ganzen Talk auch... auf dem Surfbrett, meinst du? Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. So. Ja, fangen wir mal an hier. Ja. Ja, ja, mein Lieber. Erstmal schön, dass du hier den Weg nach Taunusstein gefunden hast. Und als der Lars hier vorhin reinkam ins Büro, wir haben erstmal überlegt, wo machen wir eigentlich die Aufnahme? Da waren wir erst unten im Studio. Und dann meinte der Lars, ja, wo fühlst du dich richtig wohl? Wo fühlst du denn, ja, wo fühlst du dich einfach besser? Und dann lass uns mal in mein Büro gehen. Und dann sind wir in mein Büro gegangen und da stand mein Balanceboard an der Wand und sagte, was? Du hast ein Balanceboard? Ich habe meins im Auto. Komm, das holen wir hoch. Ja, wir machen das zusammen. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, probieren wir aus. Wir müssen die Leute noch abholen, weil wir haben nämlich heute das Thema des Lebenssurfen. Ne? Genau. Ich hatte den Peter neulich am Ohr und der hatte mir ein bisschen erzählt, dass er gerade in Urlaub will und dass er eben Surfer ist. Und ich so, ja, ich bin auch Surfer, wo geht's denn hin? Na, Marokko und so. Und ich so, oh, geilen Urlaub wünsche ich dir und irgendwie schön. Und dann hat er mir erzählt, er guckt die Let's Talks. Und ich so, machst du nicht wirklich? Doch, mache ich. Ja, ja. Und dann habe ich gefragt, wollen wir nicht mal einen aufnehmen zum Thema Lebenssurfen? Und dann sind wir auch relativ schnell zum Thema gekommen, dass Surfen ja einerseits ein Sport ist, auf der anderen Seite aber vielleicht ja eine kleine Philosophie. Ja. Und jetzt kommen wir aus einer Welt, wo wir üblicherweise Business und Privatleben trennen und glauben, man könnte das machen. Also man könnte, wir leben ja in einer Kultur, wo wir über Work-Life-Balance reden. Das ist für viele auch vollkommen okay, aber für mich nicht. Also für mich ist es irgendwie so ein schlechter Deal. Weil das würde heißen, Work ist nicht Life. Mhm. Also wir reden über Work-Life-Balance und ich denke immer so, nee, es geht hier ums Leben. Also wir leben und es gibt Freizeit, da leben wir halt nicht im Business, aber wir können auch das Leben ja genießen. Und das war so unser Entree, warum wir gesagt haben, ich glaube, wir brauchen mal einen Talk darüber und wollen uns darüber einfach mal austauschen. Ja. Ja, von daher danke, dass ich heute hier sein darf, Peter. Ja, und danke, dass du gekommen bist. Und ich gehe gleich mal in die nächste Position hier rein. Das war eben so der Ausrutscher, ne? Ich habe einmal ganz kurz abgelenkt. Das ist eben auch das Thema Surfen. Surfen hat ja sowas, für mich was sehr Schönes, Kreatives, Spontanes. Warum spontan? Weil auf der einen Seite muss man sich lange vorbereiten für so einen Sport. Vorbereiten in Form von, man muss sein Mindset erstmal dahin bringen. Ich habe auch angefangen mit 18, 19 mit Wellenreiten. Und es fing aber eigentlich erst mit Windsurfen an. Mhm. Und dann war ich im Atlantik, in Frankreich, im Biscarros. Mein Freund, der hat dann gesagt, komm, wir probieren das mal aus mit Wellenreiten. Mhm. Wir konnten nur Windsurfen. Und ich kann nicht mal, da bin ich aus der Balance gekommen. Siehst du? Gehört auch dazu. Ich kann nämlich nur Windsurfen und nicht Wellenreiten. Ich übe noch. Das hat sich sprichwörtlich mal weggehoben. Ne? Also das passiert natürlich auf der Welle auch. Ja, klar. Ja? Man ist im Moment unkonzentriert und dann passiert's. Und dann wirst du gewaschen auch noch, ne? Dann geht's in die Waschmaschine, aber richtig brutal. Je nachdem, wie weit man draußen ist. Ja. 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 Und dieses Unkonzentriertsein, da haben wir uns ja am Telefon drüber unterhalten. Wellenreiten ist nicht einfach nur wie Joggen, ja, oder wie Radfahren. Ich kann beim Joggen kann ich an was anderes denken. Ich kann beim Radfahren an was anderes denken, betrachte alles Mögliche. Und beim Wellenreiten gibt es zwei verschiedene für mich Situationen. Also erstmal rauspaddeln, das ist schon mal Kampf. Mhm. Da muss man einfach gut konditioniert sein. Wenn du es nicht bist, wenn du nicht vorbereitet bist, macht es keinen Spaß. Wo hast du die Energie her? Warum hast du die Kraft, überhaupt rauszupaddeln? Der Wunsch, die Welle zu reiten. Du willst was. Du willst ich will was. Du willst ja, dass die, genau. Ja. Die Welle ist mein Motivator. Ja. Ja. Und es ist ein, wenn man mal was abgeritten hat, seine Welle, ist ein unglaubliches Glücksgefühl, die Natur für sich nutzen zu können. Ist ja nicht sagen, dass ich über die Natur stehe, auf keinen Fall. Wenn ich einen Moment nicht aufgepasst, zack, da zeigt die Welle schon, dass du eben schlecht vorbereitet warst oder nicht aufgepasst hast. Aber dass man die Energie nutzen kann, ist wirklich traumhaft. Und ich finde beim Wellenreiten deswegen so faszinierend, wenn du es dann geschafft hast, durch die Brandung zu kommen, kommst hin in die Line, wenn man es mittlerweile kann, am Anfang mit dem Weißwasser ja an, aber wenn man es geschafft hat, in die Kühlwelle reinzukommen, dann wartest du erstmal. Und das ganz Tolle ist, du surfst oder du paddelst raus, du hast die Brandung vor dir, das ist laut, das ist hart, du musst gut konditioniert sein und dann bist du hinter der Linie, dann setzt dich aufs Board drauf und ist alles ganz ruhig. Hinter der Linie ist komplette Ruhe. Du kriegst von der Brandung eigentlich nichts mit.
So laut das am Strand war, so leise ist das hinter der Line. Und das ist fantastisch. Die Line ist der Kamm oben, ne? Also wo die Line ist praktisch da, wo die Wellen brechen. Ja, okay. Ja. Okay. Und die Line ist das, ja, so das Thema, wenn man mal dahin kommt, man braucht ein paar Jahre dazu oder je nachdem mehrere Urlaube, dann ist das schon mal ein unglaublich tolles Gefühl, dass man es das geschafft hat, durch die Brandung durchzukommen. Weil die Brandung, je nachdem wie hoch die ist, die hält dich davon ab, dass du in die Line kommst. Du erstmal nicht. Ja? Du erstmal nicht. Ja? Mach du erstmal Weißwasser, lern du erstmal paddeln. Und wenn du da hinten dran bist, na, dann fängst du erstmal an, dass du dann die grüne Welle kriegen musst. Ja. Und es ist nicht so, dass du mal einfach anfangen kannst in der grünen Welle. Du hast zwar Weißwasser, wo du lernst aufzustehen, wo du lernst die Balance zu halten und so weiter. Aber die grüne Welle nimmst du oder sie spült dich. Die grüne nicht. Welle ist die wo, nicht wo kein also wo, genau okay die also die ja. die schöne die man die Rutsche die, quasi, also die Rutsche die ja. Okay, ja. Und okay. Das Weißwasser ist, wo die Welle praktisch schon die poltert da rein und bist praktisch vor dem Weißwasser und surft praktisch geradeaus. Und die grüne Welle ist es, wenn man bei den Profis das sieht, bei den guten Surfern, die so schräg surfen. Und die machen auch Turns und so weiter. So gut bin ich nicht, ja. Aber die grüne Welle ist das, wo der ganz, dann läuft das Brett ganz glatt über die Welle drüber und es ist mit einer unheimlichen Faszination, dass du merkst, es ist total leicht und die Welle schiebt dich und, das, und du spürst die Energie dieser Welle. Dieses, eine ganz andere Energie, wenn du im Weißwasser bist. Aber wie gesagt, der Punkt, wo du startest, gibt es verschiedene Punkte, je nachdem, wie gut man auch ist, den musst du erlernen. Es gibt gewisse Regeln, wann eine Welle bricht. Und das musst du jetzt erstmal lernen. Weil die Welle kommt an, der Untergrund ist unterschiedlich, je nachdem, ob du einen Beachbreak hast oder Riffbreak. Und in dem Moment, wo dann die Welle bricht und du bist im Brechen der Welle, dann hast du eigentlich schon verloren, hast es falsch gemacht, wenn du da nicht stehst. Ja? Dann Waschmaschine. Was machst du dann? Tauchen, Luft anhalten. Und? Wissen, warten. Irgendwann wird es vorbei sein und dann kannst du wieder aufsteigen? Ja, du musst halt gut Luft anhalten können. Man muss die Situation durchleben. Ja, wenn man das nicht kann, wenn man nicht den Mut hat, das zu machen, dann muss es ein gewisses. Es ist so, dass immer ein gewisses Risiko natürlich dabei ist, wie bei allen Sachen. Den Mut zu haben, etwas zu probieren, was du noch nicht kennst. Und man tastet sich ja langsam ran, man geht ja nicht gleich in 2-Meter-Welle. Man macht erstmal kleine Wellen und so weiter. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du halt in eine Welle reinkommst, die so groß ist, dass du eben richtig toll mit Speed die Welle abreiten möchtest. Und das ist dann so die Königsklasse für einen selber. Und das ist nicht so, dass das ein anderer bestimmt. Das bestimmst nur du alleine, wann du das machst. Ja, du setzt dich dann mit der Welle auseinander. Und wenn ich es mal so wieder adaptiere auf mein Berufsleben, ich bin ja auch leidenschaftlicher Sportler, ich habe früher mal Triathlon gemacht, Radrennen und so weiter. Und diese Grenzerfahrungen, die man macht beim Sport, helfen einem dazu, dass man auch im Berufsleben Grenzerfahrungen besser erträgt, dass man sich auch besser mal ein bisschen rantastet. An so eine Sache. Es ist nicht immer alles abgesichert. Viele Bereiche, wir machen ja, weißt du, Tektonik, Alarmserver, alles sicher. Man muss auch mal in dem Moment nutzen und sagen, so, es könnte ein Risiko stattfinden, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Man braucht eine Fehlerabschätzung. Ich muss wissen, wo ist die Strömung, wie laufen die Wellen heute, wenn die Leech reißt, wenn du abtreibst, hast du genügend Power, dass du auch wieder zurückschwimmen kannst, können Leute dich retten und so weiter. Ganz viele Sachen. Und so sehe ich auch im Business auch. Man kann nicht einfach Vertrieb machen. Ja? Man muss sich darauf vorbereiten, man muss es gewissermaßen auch wollen. Ja? Wenn man es nicht will, braucht man es nicht machen. Dann macht es keinen Sinn. Und dann macht es unheimlich viel Spaß, Vertrieb. Ja? Mit den Menschen zu leben, mit den Menschen zu agieren, interagieren. Klar, dann gibt es manchmal auch Auseinandersetzungen und Missverständnisse und so weiter, wie eine Welle. Manchmal kommt nichts, oh, die baut sich das auf, dann baut sie doch nicht auf, dann ist sie weg. Pech gehabt. Ja, ja, und du hast jetzt eben Vertrieb gesagt. Ich bin ja auch im Vertrieb groß geworden und da immer noch unterwegs. So ein Surfer, der kann ja noch so ein Hammer-Profi sein. Wenn der am Strand liegt und es ist kein Wind, was macht denn der dann? Also keine Wellen. Ja, ich würde jetzt sagen, also in den Regionen, ich weiß, es gibt auch Wellen ohne Wind, aber in den Regionen, wo ich bin, haben wir immer nur Welle, wenn Wind ist. Also du stehst dann da und es ist kein Wind. Ja, was machen die dann? Chillen. Das fällt uns manchmal ein bisschen schwer. Also ich darf das immer gar nicht so sagen, aber dieses manchmal auch entspannt zu sagen, nee, da kommt schon wieder Wind, da kommt auch wieder eine Welle. Es hilft jetzt auch nichts. Nee. Also klar, ich kann den ganzen Tag trainieren, kann den ganzen Tag paddeln,
Aber ich muss damit rechnen, dass ich jetzt gerade keine, wie heißt das, Grünwasser? Die grüne Welle. Keine grüne Welle habe. Es ist einfach keiner da, Punkt. Ja, davon muss ich auch akzeptieren, dass es manchmal eben Zeiten gibt, da ist das so. Und dann kann ich trotzdem mein Balanceboard benutzen und meine Muskeln trainieren, weil das machen wir jetzt im Winter, wo wir irgendwie alle nicht surfen können. Die Konzentration, das Gleichgewicht, dein Körper fühlen lernen. Genau. Ja, also es ist genauso wie man dann beim Wellenreiten, hier beim Balanceboard sich vorbereiten kann, seinen Körper zu fühlen. Genau. Finde ich im Vertrieb ist wichtig, dass man lernt, im Dialog zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast vorhin was Wichtiges noch beim Surfen gesagt, ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst geworden ist. Ja. Dieses, es kommt immer wieder was Neues. Und man muss sich auf was Neues einstellen und man muss was Neues lernen. Mhm. Und du hast mir vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, ein bisschen erzählt, was du erlebt hast mit den Einheimischen in Afrika, die dir beigebracht haben. Den Wind zu riechen, den Wind zu spüren, den Wind zu sehen, ja. Genau, du hast vorhin gesagt, der O-Ton war, Peter, das Wasser kannst du schon fühlen, aber den Wind nicht, so wird das nichts. Ja. Also, genau. Und das war so schön, also dieses... Es hat auch was mit Vertrieb zu tun und vor allen Dingen auch mit Business, sich immer wieder auf das Neues einzustellen und zu sagen, also es hört sich ein bisschen blöd an, aber das eine kann ich schon, ich möchte jetzt was anderes können, ich möchte jetzt turnen lernen auf dem Grünwasser oder wie auch immer, wie du das, was ist dein Level, den du dir gerade setzt beim Surfen? Ja, Turns im Grünwasser. Genau. Ja, Turns im Grünwasser, genau. Kannst du noch nicht, willst du lernen, jetzt hast du gerade gesagt, wie lernt man das? Im Dialog bleiben, bei anderen Leuten zugucken, fragen, wie machst du das? Ne, wann muss ich in die Knie gehen? Was muss ich mit der Hüfte machen? Also ich weiß nicht, wie du das machst. Zuschauen und vor allem auch korrigieren lassen. Ja. Ist wichtig. Das andere einen beobachten. Ist ganz, ganz wichtig, dass man ab einem bestimmten Punkt sagt, beobachte mich. Schau mal, wie ich das mache und was ist deine Meinung dazu, was ich gerade falsch mache. Genau. Und ich weiß noch, vor 3 oder 4 Jahren war das so. Ich kam schon gut in die grüne Welle rein, Pop-up, funktioniert alles super, ich kann die auch abreiten, aber Turns eben. Ne? Und dann sagten die, ja, du stehst ja viel zu weit oben, meine ich. Ich stehe doch eigentlich tief, dachte ich. Ja? Also ich war dann auf dem Surfbrett, war ich dann so. Ja. So. Ja. Dachte, ich stehe doch tief. Nee, du stehst aufrecht. Ja, wie? Ja, du musst runter, ganz runter. Tief. Ganz tief runter. Und dann erst merkst du das Brett richtig. Und es ist auch unheimlich schwer, auf dem Balanceboard so tief zu sein. Da komme ich sofort aus dem Atem, weil die ganze Muskulatur... Ich habe es neulich auch probiert. da ich mich jetzt schon einmal hingelegt habe, heute mache ich es gerade auch nicht normal. Aber genau, ja, und dann habe ich mich korrigieren lassen und sagte, so, du machst heute nur eins, Pop-up tief, den ganzen Tag. Mhm. Und ich sage, okay, eine Stunde, nicht den ganzen Tag. Und interessant war, auf einmal liefen die ersten Turns, nur weil ich tief war. Ja, ich hatte also die ganze Bewegung mit dem Arm, die man machen muss, also diese runter, hoch, Arme drehen und so weiter, das war alles so eine Sache, das konnte ich ein bisschen, aber ich war einfach zu weit oben. Mhm. Und das will ich mal übersetzen in... Ich mache ja sehr viele Web-Sessions auch mit Partnern, mit euch, mit anderen, wo ich die Use-Cases vorstelle. Mhm. Und ich stelle mir fest, dass diese Adaption auf den Use-Case den Leuten fehlt. Das fehlt einfach. Ja, die können sich das nicht vorstellen. Die können sich nicht vorstellen. Genau. Ja. Und die müssen sich darin trainieren. Ja. Also es ist nicht so, dass sie sich beriesen lassen, sondern die müssen einfach die Story selbst erzählen können. Und da hilft manchmal auch, wenn du es nicht erzählst, sondern ein Kunde erzählt, warum er das braucht. Ja. Also das ist immer das, was ich so schwierig finde, wenn wir haben ja eine ähnliche Konstellation. Ich erzähle Partnern, wie sie das verkaufen. Ja. Und manchmal stelle ich fest, nee, geht nicht. Weil ich habe gar keinen Schlüssel, ich kann dem das nicht erklären. Ja. Aber dann habe ich auf einmal Kunden, die sind schon so weit. Und dann sage ich, du, frag den mal, warum kauft der das eigentlich? Was hat der damit gemacht? Ja. Und auf einmal hat der einen Schlüssel zu dem und sagt, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Also ich habe es gar nicht reingekriegt, weil es nicht geht. Aber die sehen, dass jemand anders das von innen heraus gekauft hat. Von innen daraus eine Idee und eine Vision hatte und es umgesetzt hat. Und das hat eine ganz andere Energie auf einmal und die Leute verstehen es. Ja. So, deswegen dieses im Dialog bleiben. Also Dialog ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und was mir eben am Sport gefällt, ist, das ist so eine Community. Also egal, wo man hinkommt im Sport, man ist eigentlich sofort mit Gleichgesinnten zusammen. Mhm. Ja, also es ist nicht so, wenn du eben auf einer Messe bist, da gibt es schon viele unterschiedliche Leute. Am Messe ist aber auch ein stärkeres Wir-Gefühl, sage ich mal. Aber es ist nicht so stark jetzt wie beim Wellenreiten. Und das hat viel was damit zu tun, wir haben es vorher gesagt, mit authentisch sein. Ja. Ja. Also wenn du es lernst, im Vertrieb authentisch zu sein, dich nicht zu verstellen, nicht etwas machen zu wollen, was man meint, was man machen muss,
dann wird man auch gut, würde ich sagen. Und genauso ist es beim Wellenreiten. Man kann sich nicht verstellen. Die Welle packt ein. Du kannst du sagen, ich bin ein toller Surfer. Die Welle zeigt dir genau, in welchem Grad du gerade bist. So sieht's aus. Ja, genau. Das ist einfach die Prüfung da draußen. Und Prüfung, da machst du dir nichts vor, weil du kriegst die Rechnung dafür. Ich habe ja ganz viele Vertriebsseminare selbst genossen, sehr gute. Und früher war so das Schlagwort, also du kannst auf keinen Fall fragen den Kunden, guten Tag, entschuldigen, kann ich Ihnen helfen? Das war so ein kann Logo. Man nicht helfen. Das war so, die geschlossene Fragestellung geht überhaupt gar nicht, kann man ja, nein beantworten und kann der Kunde ausweichen. Du musst eine offene Fragestellung machen, zum Beispiel, guten Tag, wie ich sehe, Sie informieren sich, aus welchem Grund sind Sie heute hier auf der Messe? Ja. So, das haben dann die Leute gelernt, die Vertriebsleute. Und dann standen die da so, guten Tag, wie ich sehe, Sie informieren sich, interessieren sich für unseren Stand. Warum sind Sie denn heute auf der Messe? War unheimlich authentisch. Die Schultern, so, die Schultern so nach vorne. Und es hätte ja auch, ich habe den Auftrag, dir was zu verkaufen. Ja. Ganz schlimm. Dann lieber doch den Satz, hallo, freue ich mich, dass Sie hergekommen sind, kann ich Ihnen helfen? Aus Überzeugung. Das war ich gerade mit dem Mikro dran. Also aus Überzeugung, ich möchte dem Kunden helfen. Und weil ich will. Weil ich Lust drauf habe. Und dann ist der Satz völlig legitim. So wie du deine Welle anpaddeln musst und durch dieses scheiß Weißwasser durch musst, weil wird sonst nicht geil. Ja. Wenn ich dann nur stehe und warte, dass mich jemand rausträgt ins Grüne, das funktioniert nicht. Genau, genau. Also ich muss schon jemanden haben, der sagt, pass auf, das ist dein Level gerade und das übst du erstmal hier. Ja. Und deswegen habe ich dann mit den Vertriebsleuten nur eins geübt. Sprech die Leute einfach an. Sprech die Leute am Gang an. Einfach ansprechen. Nett. Und zwar so, bitte, wie du angesprochen werden möchtest. Ja. Das ist ganz wichtig. Wie würdest du dich wohlfühlen, wenn man dich anspricht? Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Dann sind die Leute auch authentisch. Denn alles, was sie auswendig lernen, die Textbausteine, das wird dann total unauthentisch. Und das sieht man eben auch beim Sport. Menschen, die jetzt vielleicht nicht so den Mut haben oder auch nicht, wollen es auch gar nicht, die darf man dann nicht sagen, das musst du Wellenreiten machen, weil das eine ganz tolle Sache ist, weil man da seine Kreativität entwickeln soll, völlig falsch. Ja. Ja. Jeder sollte das machen im Sport, was ihn erfüllt, was ihn gut tut. Und und auch wer er ist. Das hat ja auch was mit Sein zu tun. Also ich ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich kein Golfspieler. Ich habe es ausprobiert, ist nicht meins. Also das bin ich halt nicht. Aber ich habe viele Freunde, die golfen und das ist deren Leben. Toll. Ja. Aber nicht meins. Und ich glaube, es geht eben auch darum zu gucken, wer bist du denn eigentlich? Ja. Und ich glaube, das gilt auch für Sales. Also ich glaube, wenn man jemanden beibringt, du musst jetzt was verkaufen, dann ist dieses Du musst da. Das ist eine völlig andere Energie, als wenn der Peter sagt, ich habe ein geiles Produkt, ich habe da Bock drauf. Ja. Ich möchte das verkaufen, weil ich weiß, dass ich bei dir Baustellen lösen kann. Also weil ich ja die Begeisterung, die ich selbst dafür habe, auf den Kunden übergebe. Und der Kunde sagt, wenn er die Begeisterung hat, dann steht er auch dahinter. Ja. Das muss er gar nicht denken, das spürt er. Ja. Ja? Und wenn ich aber jetzt wirklich nur an den klassischen so Chaka-Chaka-Verkauf denke, das sind genau diese unauthentischen Sachen. Ich merke das schon, wenn jemand das auswendig gelernt hat. Ja. Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich mit dir gerne mal spielen würde. Eine meiner großen Surfreisebegleiterinnen, mit der surfe ich relativ häufig zusammen. Und den letzten Tipp, den sie mir gegeben hat, der hat auch so viel mit Business zu tun. Und zwar, ich mache ja Windsurfen, also Wellenreiten hat gegen Amsteiner Meer geht das nicht. Also ich komme auf Amsteiner Meer, also Windsurfen ging. Und beim Windsurfen machst du ja selber auch. Ist ja dann so die Challenge, dass du irgendwann halsen können willst und du willst wenden können und dann will man die irgendwann auch durchgleiten, also schnell rumfahren und so. Ja. Und da habe ich oftmals mich abgelegt oder eben nicht durchgeglitten oder was auch immer. Und irgendwann saß die Sirin am Steg und sagte nur so, Lars, du musst doch da hingucken, wo du hin willst. Und ich so, was? Ja, du kommst hier an, du guckst auf den Steg, du willst eigentlich jetzt eine Halse fahren und da hinten hinfahren oder du guckst auf den Steg, du guckst aufs Board, du guckst hier Füße, guckst auf die Füße, Segel, das ist aber nicht guck doch mal dahin, wo du hin willst. Also, und das war für mich so ein, und seitdem konnte ich auch besser halsen, also das hat wirklich auch was gebracht. Mhm. Und ich glaube, das hat auch was mit Business zu tun. Also eben, lass uns doch dahin gucken, wo wir hinwollen. Mhm. So, gerade unsere Branche, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ist ja gerade vieles im Umbruch. Ja. Und viele Leute, gerade in unserem Kulturkreis, tun sich damit schwer, Veränderungen zu akzeptieren und zu sagen, es ist jetzt anders, Punkt. Es ist nicht besser, nicht schlechter, es ist halt anders.
und gucken immer auf das, was sie nicht mehr haben. So, oh scheiße, beim Surfen, oh, ich bin gleich nicht mehr im Gleiten. Ja. Keine Wellen heute. Genau. Und so, klar, ich habe heute wieder die Wände nicht, ich habe wieder... Ja. Und ich glaube, also ich erlebe eben viele, du bist ja auch so einer, der... Ja, dann gucke ich halt woanders hin. Dann will ich halt auch woanders hin. Und dann finde ich auf einmal Wege auch. Wie komme ich da hin? Und ich finde die richtigen Leute, die mir auf einmal zeigen, hey, ich habe gesehen, du willst das anders können. Ich sag dir, wie es geht. Also, kannst du das, findest du das in deinem Business auch wieder? Kannst du das mit... Ja, ja. Ja. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eine Kultur haben hier in Deutschland. Ich bin ja selbst so groß geworden in der Familie. Du lernst das jetzt und das machst du jetzt. Ja. Und es gibt eigentlich nicht so den Weg, wofür interessierst du dich eigentlich richtig? Was macht dir eigentlich richtig Spaß? Ich habe versucht, meinen Töchtern beizubringen. Das weiß man am Anfang eben auch gar nicht. Man weiß nicht, weil aufgrund der schulischen Thematik lernt man ja bestimmte Leistungen abzufordern. Das ist alles okay, braucht man ja auch. Lesen, Schreiben, Rechnen lernen und gewisse andere Dinge. Aber wenn du in den Beruf reingehst, hast du den in erster Linie nicht ausgewählt, weil du wusstest, bis auf ein paar Ausnahmen, andere, bei uns Menschen ist das sicherlich auch mal eine Ausnahme, aber du machst den Beruf, weil der dir irgendwie vorgeschlagen wurde. Ich habe früher am Mofas rumgebastelt, du bist auch ein Mechaniker. Aha, gut. Und wenn du das nicht gemacht hast, bist du zu dir über Berufsberatungsgedöns gekommen, hast vor allem im gelben Computer gesessen. Zum Beispiel, ja. Aber bei mir war es wirklich so, ich wurde ein Automechaniker, habe dann auch geschraubt, aber eigentlich war das, das waren mein Hobby-Schrauben. Ja. Aber mein Wunsch war es schon immer, Menschen mein Wissen zu teilen. Das war schon immer mein Wunsch. Schön. Und meine Berufung, das war von Anfang an so. Ja. Und es hat eigentlich angefangen, dass ich der Klassenclown war. Ja, ich war also immer der Kleinste und so. Und ich habe immer tolle Geschichten gehabt. Und die wollte ich unbedingt erzählen den Leuten. Ja. Ich wollte es teilen. Und deswegen war ich mit der Klassenclown. Und dann, wie gesagt, Kfz-Mechaniker gelernt. Und dann in der Lehre hieß es dann, ja, Herr Olle, wollen Sie mal ein Referat halten? Oh ja, und dann habe ich ein Referat gehalten. Das fand ich total super. Da vorne stehen und meinen Kumpels erzählen, wie so eine Einspritzanlage funktioniert. Ja. Fand ich top. Und habe ich den Lehrer gefragt, ich möchte Berufsschullehrer werden. Er sagt, ja, da musst du aber erst mal studieren. Ich sag, aha, studieren, ja, ist bei uns im Elternhaus ist es nicht so angesagt, studieren. Und dann habe ich dann meiner Mutter gesagt, ich möchte studieren. Was willst du? Du sollst deinen Meister machen. Sag ich, ja, nee, studieren wäre schon cool. Naja, und dann habe ich dann meine Fachoberschule gemacht, habe dann mein Studium gemacht, Maschinenbau studiert, war auch sehr glücklich damit. Und dann bin ich durch meine Diplomarbeit eigentlich in die IT gekommen, dadurch, dass ich einer der wenigen war zuerst, das sind viele Jahre her schon, CAD gemacht habe, Computer Aided Design. Mhm. Und das fand ich irre, dass man am Bildschirm sowas konstruieren konnte. Dreidimensional Dinge bauen konnte. Das war noch zweidimensional. Ja, ja, okay. Nee, ich bin etwas älter. Jedenfalls irre, also, dass man eben Linien zeichnen konnte und eine Welle machen konnte. Ja, genau. Am Anfang war das viel, viel aufwendiger wie auf dem Zeichenbrett, ja, weil einfach die Technologie kannte ich noch gar nicht. Und so bin ich eigentlich in die Sache reingerutscht, in die IT. Das wollte ich auch dann mal überlegen. Okay, dann mache ich meine Diplomarbeit eben auch am Rechner. Mhm. War ich einer der Ersten, die am Rechner das gemacht hatten. Und habe dann meine Turbine, die ich da konstruiert hatte, am Rechner gemacht. Das war dann schon ziemlich, dann dreidimensional, war ziemlich cool. Und so bin ich dann eigentlich über Umwege in die IT reingerutscht. Und dann habe ich festgestellt, Thema Dialog, dass wir einen Dialog haben, der passt nicht zum Kunden. Mhm. Die Systeme waren total komplex in ihrer Bedienerführung. Es war kein Dialog da, musste alles so zeilenorientiert eingeben. Das fand ich total schlimm. Und dann habe ich mich eben mit Unternehmen da zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen eine benutzerfreundliche Bedienerführung, damit die Leute einfacher, intuitiver das machen können. Mhm. Wir müssen im Dialog sein mit demjenigen, der die Sachen bedient. Und dann bin ich eben immer mehr da reingerutscht. Und dann wäre es so lang, aber für viele Ege bin ich dann reingekommen. Ich habe dann gesagt, okay, dann bleibe ich in der IT, ich gehe nicht zurück in die Konstruktion. Okay. Und habe Kunden beraten. Ich habe bei Vorführungen gemacht, Präsentationen gemacht. Die haben ein Problem gehabt, das habe ich aufgerissen, aufskizziert. Und ich habe, wie arbeiten Sie jetzt, wie wollen Sie zukünftig arbeiten? Und habe nichts anderes gemacht als Pre-Sales. Viele, viele Jahre. Und bin so immer mehr in den Bereich Business Development reingekommen, Systeme entwickelt, die kundenfreundlicher sind. Und dann irgendwann mal, ich hatte eingangs im Gespräch gehabt, mein guter Freund ist gestorben. Zu dem ich heute noch Kontakt habe. Es ist sehr schön, mit ihm auch zu reden. Als er gestorben ist, habe ich dann auf der Beerdigung mit dem Heiko zusammengesessen und gesagt, was machst du? Sag, ich muss jetzt erstmal eine Auszeit machen. Ich brauche erstmal Luft. Ich war so viel in Europa unterwegs und ich muss erstmal sehen, wie ich mich immer wieder erde. Und dann hat Heiko mir vorgeschlagen,
komm doch zu uns, arbeite bei uns. Da sage ich, ja, halbtags. Ist auf Probe. Ich wollte mich auf keinen Fall festlegen. Ja. Und da bin ich eben hierher gekommen und seit 2009 bin ich hier. Cool. Da war nichts halbtags, nichts auf Probe, jetzt bin ich cool. fest. Ja, cool. Ja, und du hast das Glück gehabt, dein Feuer zu finden, ne? Gesetzt im Fall, wir haben alle irgendwas, wofür wir brennen. Ja. Und es geht im Leben eigentlich darum, das zu finden. Was ist meine Welle, die ich reiten will? Ja. Und es wäre so schön, wenn wir, ne, ich habe ja hobbymäßig noch das Thema Bildung, wenn wir in der Bildung das erkennen würden, wenn wir einfach viel Energie da rein versetzen würden, zu gucken, was habe ich für ein Pflänzchen da vor mir? Was will das mal werden? Wofür will der brennen? Und gesetzt im Fall, wir sind nur noch umgeben von Leuten, die ihren Job machen, weil sie da wirklich, wirklich für brennen, weil sie das wirklich wollen. Das wird fantastisch. Also wir sind schon auf einem guten Weg dahin, glaube ich. Es wird immer mehr, dass immer mehr Leute auch erkennen, ich will das. Ne? Wir haben auch immer mehr Leute, die irgendwann dann vom Leben Schranken bekommen und sagen, nee, hier gehst du jetzt nicht weiter, Punkt. Ich schick dich jetzt ins Weißwasser und wasch dich einmal durch. Also Probier es nochmal neu. Willst du das wirklich? Genau. Und willst du vielleicht doch was anderes machen? Genau. Gibt's auch Tennis am Strand, oder? Genau. Beachvolleyball. Genau. Da habe ich mir die Rippe gebrochen. Stimmt, hast du die Rippe gebrochen, hast du mir erzählt. Beachvolleyball, sehr peinlich. Ja. Geh da in die großen Wellen rein, komm raus, nix. Und dann gehe ich einmal auf den Court vom Beachvolleyball und dann machst du eine blöde Flugrolle, zack. Ja. Na gut, passiert halt. Schön. Ja, mich freut. Wir hatten anfänglich, als wir uns über diesen Talk unterhalten haben, hast du mir noch was gesagt. Du bist ja hier auch im Management aktiv. Also du leitest ja auch Leute. Du bist auch Vorbild und leitest andere Leute. Leit nicht direkt, aber ich bin, sagen wir mal, so eine gewisse Leitfunktion, was das Thema das habe ich gemeint. Kontakt nach außen geht. Genau. Ich bin so derjenige, der die Motivation bringt. Wie wollen wir uns eigentlich den Kunden gegenüber öffnen? Ja? Genau. Und wenn was Neues, genau, die neuen Situationen, Social Media, Webinare. Genau. Wie bringt man eigentlich so diesen Flow aus einer Firma an die Kunden heran, an die Partner heran? Und du hattest mir mal erzählt, wie aus deiner Sicht ein Burnout entsteht und wie Leute ausbrennen können, weil sie auch im Job nicht den richtigen Weg finden oder gehen. Ja. Vielleicht findest du die Worte nochmal wieder. Ich fand sie so schön. Ich habe gedacht, so, boah, jetzt hätte ich gerne ein Mikrofon, hätte es gerne aufgesagt. Ich hoffe, du kriegst das genauso hin, weil das einfach so schön war, wie du das erklärt hast. Also. Ich probiere es nochmal. Ich kann mich daran erinnern. Ja. Ich glaube, ein Grundthema beim Burnout ist nicht zu viel Arbeit. Mhm. Ja, also ich denke mal, ich habe ja 3 Kinder und ich konnte meine Kinder beobachten, Leistung ist was Tolles. Mhm. Die wollen das. Wollen die auch, die ne? wollen das. Ja. Die kennen, und Papa, meine Kleine, die ist jetzt 6 Jahre alt, die Schule kommt, Papa, lass mich, ich will das alleine machen. Ja. Papa, jetzt lass mich endlich. Ja. Also es geht nicht darum, viel Arbeit zu haben. Darum geht es gar nicht. Weil die Leistung ist was Wunderschönes, weil ich mich selbst damit belohne. Mhm. Keiner muss ein Kind sagen, mach das jetzt, dafür wirst du belohnt. Das braucht man nicht. Die Eigenmotivation reicht vollkommen aus. Mhm. In Unternehmen ist es oft so, dass man eben clustert und sagt, okay, du hast jetzt hier einen bestimmten Bereich, und die machst du jetzt. Das könntest du die Leistung bringen. Und ich glaube, auch aus meinen Beobachtungen heraus, das Problem liegt nicht daran, die Leistung zu bringen, sondern dass es gibt 2 Dinge, die dann sich vermischen. Ich bekomme Verantwortung übertragen und das mache ich auch gerne. Wenn ich aber in diesem Rahmen der Verantwortung keine Befugnis habe, dann kriege ich irgendwann ein Problem. Mhm. Weil dann kann ich meine Leistung, die ich eigentlich erbringe, gar nicht richtig zur Geltung bringen. Weil die Befugnis, etwas zu tun, was nicht alles standardisiert abgehakt werden muss, dann bin ich nämlich am Fließband. Du hast vorhin gesagt, Kfz-Mechaniker, das wäre ungefähr, als wenn ich Gas gebe und bremse gleichzeitig. Beim Kartfahren kriegst du immer Ärger, wenn du das machst. Ja, genau. Aber wegen dem Bremsen. Wegen dem Bremsen, weil die sagen, nee, sehe ich das einmal, fliegst du raus. Also nicht gleichzeitig bremsen und Gas geben. Und genauso ist das, wenn man arbeitet und man sagt, ich habe Verantwortung, sowas machen, aber keine Befugnis. Das ist Gas geben und bremsen gleichzeitig. Genau. Genau, und das macht den Motor kaputt, das macht die Bremse kaputt und die Kupplung auch gleich, also einfach scheiße. Das ist nicht gut. Und das macht die Menschen kaputt. Ja. Ja. Und das kommt dann zum Burnout. Ja. Weil die immer wieder eigentlich was tun wollen, weil der innere Motor ist da, ich möchte es machen, ich möchte es ja umsetzen, aber jetzt warte ich, jetzt kann ich nicht, jetzt kriege ich das nicht geregelt, weil ich nicht entscheiden darf an der Stelle. Genau. Ich würde ja gerne, aber ich warte noch auf und genau. Und dann heißt, nee, du musst das so machen, dann war das eben aufgrund meines Verantwortungsbereichs sicher eine Entscheidung, die jemand anders getroffen hat. Wenn ich aber nicht die Möglichkeit habe, aufgrund meiner Kenntnisse diese Befugnisse auszuführen, aus meiner Sicht, dann ist es mein falscher Job. Mhm. Muss man einfach sagen. Mhm. Also wenn ich nicht die Kompetenz habe und die Fähigkeiten, dann sollte man auch nicht diesen Job machen, wo man die Verantwortung übernimmt, wenn man nicht die Befugnis bekommen kann. Mhm. Und in der vorherigen Firma, wo ich gearbeitet habe, das war die Mensch-Maschine-Software in den Süden Deutschland, wir haben auch CAD-Software vertrieben, da hat der Chef immer gesagt, Leute,
ich bin noch kein Kindergärtner. Ihr müsst das selbst können. Ihr müsst es machen, ihr müsst daran lernen. Ich sage euch mal eins, was ganz wichtig ist: Fehlertoleranz. Wenn ihr keine Fehlertoleranz habt, werdet ihr nicht wachsen. Ganz wichtiges Thema. Das fällt uns in unserem Kulturkreis so ein bisschen schwer, ne? Also. Bloß keine Fehler machen! Ja, also das gibt dann sofort einen Verweis. Ja. Ja. Fehler machen ist natürlich klar, dann, wenn man einen Fehler wissentlich macht und absichtlich, dass man sagt, okay, ich riskiere es, dann muss man dazu stehen. Aber man sollte aber auch mal sehen, dass Fehler entstehen aus verschiedener Art und Weise. Manchmal nicht nachdenken, manchmal auch durch äußere Umstände. Nicht konzentriert auf den Balanceboard. Nicht konzentriert auf den Balanceboard. Dann passiert das, dann haust du es halt ab. Dann schmeißt du ab. Und das musst du aber lernen. Ja. Wenn du das nicht lernst, entwickelst du keine Fehlertoleranz. Die Fehlertoleranz ist total wichtig. Wenn ich die Fehlertoleranz jetzt nicht hätte, auf die Nase zu fallen, käme ich nicht hier drauf. Ja. Ja, weil ich weiß, das ist kippelig. Der erste Moment ist total fies. Genau. Ich gucke nach unten, darf man eigentlich gar nicht machen. So, und jetzt geht es wieder. Jetzt habe ich eben den Punkt überwunden. Und wenn ich jetzt anfange, mich nicht auf meine Beine zu konzentrieren, auf mein Gleichgewicht, dann haut es mich ab. Ja, dann wird es mich runterleben. Ganz schlimm ist, wenn ich runtergehe. Ja, das versuche ich gar nicht. Was Neues aus. Mache ich heute mal nicht vor der Kamera. Ich hab hier die Befugnis, das mal aktiv zu machen. Ja, geil. Tiefer runter, tiefer runter. Ja. Und jetzt wird es kritisch, merke ich. Jetzt komme ich in den Grenzbereich rein. Ja, ich kann noch tiefer gehen. Ja. Es fängt an zu wackeln, der Muskel. Ja, und das muss ich natürlich auch im Beruf machen. Hammer. Ja. Immer mal wieder ein bisschen mehr fordern, immer aus der Komfortzone raus. Rausgehen, was ausprobieren. Genau, sonst wachse ich nicht, ne? Sonst, klar. Nur auf dem Ding stehen kriegst du irgendwann hin, aber du willst ja irgendwann auch mal turnen auf dem Grünwasser. Genau. Habe ich gelernt. Genau, turnen auf Grünwasser. Und wenn du jetzt einen Rallye-Fahrer denkst, der ständig im Grenzbereich fährt in seinem Auto, fand ich total interessant, weil der Röll heizt dann mit 180 über Schotter und sagt, guter Grip. Ja, was für ein guter Grip, der ist nur im Rutschen. Ja, ja. Ja, würden wir sagen, Gottes Willen. Ja. Aber der kennt seinen Grenzbereich. Ja. Und wir müssen auch den Grenzbereich kennen im Business. Und das ist ja so, dass die denken ja nicht drüber nach. Also ne, wir haben ja so viele komplexe Dinge, wo die Profis nicht mehr drüber nachdenken, weil das in, ich sage immer so schön, im Rückenmark abgespeichert ist. Ja. Also das ist die Surfer, die wir anhimmeln da, die denken ja nicht mehr. Die sind im Flow. Ja. Also die haben lange trainiert und lange geübt. Ja. Und irgendwann hat das Hirn gesagt, das frisst zu viel Energie, ich kann nicht jedes Mal drüber nachdenken, es muss alleine laufen und hat das abgespeichert, ich sage dann in meinem Rückenmark. Ja. Und trotzdem lernen die ja immer dazu, weil sie sich neue Lessons setzen, weil sie sagen, ich will das auch noch können, ich will das auch noch können. Und ich habe mich mit so einem Profi unterhalten, beim Wellenreiten, und sage, wie ist das dann, wenn du so einen Turn fährst? Ich sage, er glaubt nur nicht, dass es am Anfang für mich einfach war. Ja. Ja. Das ist einfach üben, 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 üben. Du kannst nicht theoretisch hingehen und sagen, so ist das, das machst du das. Und jedes Mal auf die Nase fallen ist Waschmaschine. Waschmaschine. Die gehört dazu. Ja? Und was ich auch mal ganz interessant finde, hochinteressant, man möchte ja alles so gleichförmig haben, noch im Business. Dass man sagen, okay, das ist das Unternehmen, da habe ich den Erfolg gehabt, das adaptiere ich auf ein anderes Unternehmen. Genau. So, das möchte man gerne. Tja, das geht nicht. Also viele glauben, dass das geht. Die sagen, mach doch mal so ein Stakeholder-Analyse an dem Unternehmen und dann kannst du es direkt auf das übertragen. Das ist ja schon mal deswegen gar nicht möglich, weil da ganz andere Menschen arbeiten. Das ist schon mal das Erste. Ja? Mit ganz anderem Gehirn, ganz anderem Feuer. Die können das Gleiche verkaufen. Genau. Genau das Gleiche. Ja. Das gleiche Telefon, die gleiche Software, alles gleich, die gleiche Firmengröße, der gleiche Standort. Es ist anders. Ja. Und deswegen kann man einfach nicht bestimmte, ich will das Wort ungern in den Mund nehmen, Prozesse, die man meint, Mechanismen, die man bei dem einen Unternehmen jetzt gefunden hat, die diesmal vorgebracht haben, adaptieren auf das andere. Ja. Das wünschen sich immer so die Leute im oberen Management, da sagen, dann kann man das so machen. Ja, das aber geht so nicht. Das geht so nicht. Das geht höchstens bei einem Technologiemedium, dass man sagt, man baut einen Chip in der Fabrik, der hat die Qualitätsgüte, jetzt baue ich die gleiche Fabrik, die muss aber auch wirklich 100% die gleiche sein und alle anderen physikalischen Sachen auch. Und selbst wenn da physikalische Sachen abweichen, ich habe mit jemandem von Intel mal unterhalten, hochinteressant, das war vor ungefähr 20 Jahren, da haben die ihre Chipfabriken gebaut. Und dann haben die gesagt, wenn wir es geschafft haben, einen sehr guten Output zu kriegen, Qualitätsstandard zu kriegen, bei einer Fabrik, dann haben wir die Fabrik 1:1 nachgebaut. Ja. Komplett. Ja. Alles. Ja. Wenn da eine Pfosten in der Mitte war, wo entsprechende Leitungen einen Bogen gemacht haben, dann haben die an der Fabrik, wo du den Pfosten nicht brauchst, den Bogen in die Leitung gemacht. Ja. Und das war so eine 1:1 Adaption, um die gleichen Qualitätsstandards zu kriegen. Das kannst du natürlich bei einem Unternehmen, wo Menschen arbeiten, gar nicht machen. Das funktioniert nicht. Aber dann sieht man schon mal, wie
wenn man es sich da so einfach macht, dass man glaubt, dass man eben in dem Bereich einfach bestimmte Methodik übertragen kann. Das geht nicht. Und jetzt, ne, das würde jetzt den, ich höre dann auch gleich auf, aber da kommen wir, ich meine, aktuell leben wir in einer Zeit, wo wir viel über künstliche Intelligenz nachdenken, also eben nicht nur Maschinen zu kopieren, Chips zu kopieren, sondern das Bewusstsein von Kulturen in Intelligenzen zu packen. Mhm. Das kann man machen, das ist extrem effektiv, wird skalieren wie blöd, aber es lebt nicht mehr. Nee. Weil das macht genau das Leben aus. Ne? Und das wir fühlen, dass wir Fehler machen, dass wir. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt als Menschheit stehen. Und deswegen glaube ich, dieses Balance finden in uns und in dem, was wir sind und in der veränderten Welt, in der wir gerade leben, das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Tagtäglich, Wie auch immer ihr da draußen eure Balance finden wollt und werdet, ob ihr das mit Balance Boards probiert oder ob ihr andere Wege findet, wie ihr wieder zu euch kommt und guckt, wer ihr seid, guckt, wo ist mein Feuer, wofür brenne ich eigentlich, guckt, welche Welle will ich surfen oder welchen Ball will ich schlagen. Das würde ich mir wünschen, dass das draußen so viele wie möglich schaffen und wir sie inspiriert haben, ihren Weg zu gehen. Peter, was möchtest du dann den Leuten noch mit auf die Reise geben? Sucht euch nicht etwas, sondern findet etwas. Ja. Oder sogar lasst euch finden. Ja. Super. Ich danke dir. Findet etwas. Also, ihr da draußen, findet etwas. Was euch Spaß macht, was euch gut tut. Genau. Und strahlt das aus, wenn ihr das gefunden habt, was ihr gerne macht, dann strahlt es aus und bereichert diese Welt damit. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Vielen Dank für die Zeit. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr gerne mal so einen Daumen nach oben darunter schreiben. Wenn ihr Fragen habt an Peter, könnt ihr die das auch darunter schreiben. Und wenn ihr Wünsche habt für die nächsten Let's Talks, lasst es uns wissen. Wunderbar. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao. Aloha. Aloha, genau. Hallo. Komm noch einmal drauf. Genau, noch einmal drauf hier. Zusammen. Ich hoffe, jetzt lege ich mich nicht auf die Nase hier wieder. Aber surfen wir beide mal weiter. Genau, ne? Macht es gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.